Herzlich willkommen zur 26. Runde der Steirischen Landesliga. Bei stark Bögen und drehen Wind treffen FC Gradkorn und SC Deutsch Landsberg aufeinander. Die Pflugelf, die noch um den Klassenerhalt kämpft, empfängt die Mannschaft der Stunde. Deutsch Landsberg konnte sich mit 6 Siegen in Folge als bestes Team der Rückrunde auf den 2. Tabellenplatz nach vorn katapultieren. Unter Berücksichtigung der herrschenden Wetterbedingungen entwickelte sich eine gute, abwechslungsreiche Partie, bei der die Hausherren in Weiß mit dem Favoriten gut mithalten können. Sie setzen auch mit einem schönen Angriff das erste Ausrufungszeichen. Windis prüft Keeper Knappitsch mit diesem guten Fernschuss. Ausgehend vom stark spielenden Okuda läuft das Leder nach vorn zu Hasato Honjo. Gutes Dribbling. Er trifft nur das Außennetz. Die Gäste kommen vorerst nur bei Standards mit hohen Bällen in den Strafraum und Kopfbällen zu ihren Möglichkeiten. So wie hier Oparenovic weit daneben. Doch die nächste Szene zeigt, wie schwierig es ist, mit hohen Bällen zu agieren. Knappitsch rutscht beim Abschlag etwas weg und der Ball kommt fast wieder retour, ist fast unberechenbar. Auch das Abspiel von Okuda wird windunterstützt viel zu steil. Immer wieder versuchen die Blau-Gelben, den Gradkorner Riegel mit hohen Flanken zu knacken. Doch sie finden mit ihren Kopfbällen nicht den Weg zum Tor. Gegen Ende der ersten Spielhälfte wird die Grubisic-Truppe immer stärker. Aber Memic und seine Vorderleute haben die Situation immer im Griff. So bleibt es bis zur Pausenpfiff von Schiedsrichter Spörk beim leistungsgerechten 0:0. Nach Wiederbeginn sind es wieder die Gastgeber, die eine gelungene Aktion mit einem Schuss, der das Tor knapp verfehlt, abschließen. Deutsch Landsberg mit dem Wind im Rücken. Weit nach vorne. Meusburger und sein Gegenspieler verfehlen über den Verteidiger Kluge und er macht das Ding. 1:0 für die Gäste. Eine Windböe hat das Leder beschleunigt und Kluge lässt sich diese Chance nicht entgehen. Trainer Robert Pflug verärgert über diesen Rückstand. Gradkorn gibt nicht auf und wirft alles nach vorn, drängt auf den Ausgleich. Meusburger mit einem Hammer an die Querlatte. Wie beim Gegentreffer wieder viel Pech für die Heimmannschaft. In der Schlussphase kommen die Gäste wieder zu ihren Möglichkeiten. Guter Kopfball, Memic mit tollem Reflex. Eckball für die Deutsch-Landsberger zum Ende der Nachspielzeit. Ja, zu Zucker, zu Kluge, Drehung und der passt. 0:2. Kluge macht mit seinem Doppelpack alles klar. Die Deutsch-Landsberger Siegesserie hält. Gradkorn bangt weiter. Wir holen Jerko Grubisic und Robert Pflug vors Mikrofon. Ich kann sagen, das war kein schönes Spiel von beiden Seiten. Wind war zu stark.
Und wir haben unsere Chance gewartet und Chance ist gekommen. Wir haben kaltblütig ausgenutzt und ich denke, zum Schluss noch zwei Tore, wir haben verdient gewonnen. Also diese eine Windböe hat das Spiel entschieden. Sonst war es ein, finde ich, sehr gutes, tolles Spiel. Mit beiden Seiten haben zwei, drei Chancen gehabt. Also es war ein offener Schlagabtausch. Und das Gute an der Erkenntnis ist, dass man auch mit Spitzenvereinen mithalten kann. Leider habe ich einen Verletzten wieder zu beklagen und das ist natürlich ein Handicap im Abstiegskampf. Spannung pur, auch nächste Woche in der Steirischen Landesliga.